Herzlich willkommen zum Review des Siplex Triplex Zeltes. Und weil das so bauähnlich dem Duplex ist, könnt ihr das als parallele Besprechung betrachten. Und dann bauen wir es mal auf. So, ich habe das Triplex das letzte Mal vor, ich weiß es gar nicht, 2,5 Jahren oder so aufgebaut. Und ich mache das jetzt auch extra ohne Schnitt. Ja. Ihr habt hier den kompletten Aufbau gesehen, auch wie einfach es ist. Und ich nehme euch jetzt einmal mit herum. Ihr seht, ne, dass das Zelt hier noch 2 weitere Tie-Outs hat, die ich gar nicht gebraucht habe. So sieht es aus, wenn die Apsis verschlossen ist. Hier auch. Das kann man jetzt noch ein ganz klein bisschen schöner aufbauen. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist mir gar nicht so schlecht gelungen. Ein Disclaimer vorneweg. Alles, was ihr hier seht, Zelt, Trekkingstöcke, die beiden Zen-Bibis, auch die Thermarest-Isomatten, auf denen sie aufgeschnallt sind, ist alles von meinem eigenen Geld gekauft. Und ihr hört hier meine eigene unverfälschte Meinung. So, jetzt geht es ja hier um das Triplex. Das Review wird sich wie gewohnt in 3 Teile teilen. In einen ersten Teil Daten und Fakten, einen zweiten Teil meine eigene Erfahrung und einen dritten Teil Vergleich mit anderen Zelten und ein abschließendes Fazit. Kommen wir zu Teil 1, Daten und Fakten. Das Zelt ist ein Dyneema oder auch Cuban Fiber DCF Einwandzelt und war lange Zeit, ne, konnte man ihm den Titel geben, ungeschlagener König der Ultraleichtzelte. Dieses Zelt, was ihr hier von Siplex seht, ist ein älteres Modell. Ich weiß gar nicht seit wann, aber die neueren Modelle haben 2 Unterschiede. Und zwar einmal diese Doors, die ihr seht, die habe ich ja unten mit einem Haken verschlossen. Und hier werden diese Doors seitlich mit so einem, ja, wie nennt man das eigentlich? Die werden weggeschlauft oder so. Und bei den neueren Versionen von Siplex ist das hier magnetisch und ihr habt hier einen Reißverschluss. Das sind übrigens beides Verbesserungen, die ich ziemlich gut finde. Das Zelt gibt es grundsätzlich in 2 verschiedenen Größen, nämlich einmal gibt es das als Duplex. Dort können dann 2 Personen drin liegen. Das hier ist ein Triplex. Ja, und ihr seht schon, das Triplex soll eigentlich für 3 Personen sein. Ich habe im Moment aber nur 2 Zen-Bibis hier drin liegen. Hintergrund ist folgender: Damit ihr hier zu dritt drin liegen wollt und könnt, müsst ihr nämlich tatsächlich schmale Isomatten nehmen. Hier sind jetzt 2 64 cm breite Isomatten drin und mit denen hat man dann immer noch königlich Platz. Das Duplex gibt es in 2 verschiedenen Materialstärken, nämlich einmal als 0,55er DCF und dann wiegt das Zelt 540 Gramm und dann gibt es das als 0,75 DCF, dann steigt das Gewicht auf 600. Das Triplex gibt es nur in einer Variante und zwar ist das die dickere und dort wiegt das Zelt dann 700. Ja, ihr müsst euch den Unterschied zwischen Duplex und Triplex wie folgt vorstellen. Ja, diese Front, auf die ihr drauf guckt, die ist bei beiden zu 100% identisch. Nur wie lang der Abstand hier zwischen den beiden Trekkingstöcken ist, das ist der Unterschied zwischen dem Triplex und dem Duplex. Ansonsten sind sie gleich. Und das spiegelt sich dann auch in den Maßen dieses Zeltes wider. Es ist 2,30 Meter lang. Es ist
1,22 Meter hoch, beziehungsweise hier in der Mitte. Die Trekkingstöcke hatte ich gerade auf 1,25 eingestellt. Und der Unterschied ist jetzt hier tatsächlich in der Breite. Das Duplex ist 114 cm breit und dann passen eben nicht zwei 64er Matten dort rein. Und dieses hier ist 1,53 Meter. Verwirrende Zahlen einfach zusammengefasst. Ja. Für 100 Gramm mehr bekommt ihr 40 cm mehr Tiefe und habt damit die Option, auch mit zwei 64 cm breiten Isomatten da drin zu übernachten. Auf beiden Seiten des Zeltes habt ihr diese Rainbow Doors, ne, mit dem Stock in der Mitte. Ob das gut ist oder schlecht, komme ich noch drauf zu sprechen. An beiden Türen habt ihr hier eine kleine Meshtasche, ja, wo ihr zum Beispiel solche Sachen wie eine Brille drin verstauen könnt. Am Kopf und am Fußende geht die Außenwand nicht direkt hier in den Boden über, sondern an dieser Stelle ist horizontal eingespannt ein Mückennetz. Und das dient vor allen Dingen dazu, Kondensation ist in Einbandzelten ja immer eine Geschichte, ne, dass wenn hier das Wasser runterläuft, dann läuft es hier nämlich auf das Mückennetz und tropft durch, und zwar nach draußen und nicht nach innen in euer Zelt. Das Zelt benötigt 6 Heringe, um aufgestellt zu werden. Ihr habt das beim Aufbau ja gesehen. Ich habe zuerst die beiden äußeren und auf der anderen Seite auch. Also ich habe ein Viereck aufgespannt. Dann habe ich die Stangen eingestellt und diese Stangen dann gesichert. Ne? Damit sind wir dann bei 1, 2, 3, 4, 5 und auf der anderen Seite auch nochmal 6 Heringen. So, jetzt habe ich noch, ne, damit es ein bisschen besser aussieht, hier nachträglich noch ein 7. und einen 8. gespannt, und ihr seht jetzt noch dort 2 weitere mögliche Tie-Outs, mit denen ihr also das euch ein bisschen mehr Kopffreiheit verschaffen könnt. Ganz ehrlich, ich fand sie bis jetzt noch nicht nötig, und bei so starken Winden, dass es nötig gewesen wäre, die auch noch zu nutzen, war ich ebenfalls noch nicht unterwegs. Preise Anfang 2024. In Amerika bei Siepex selber zahlt ihr für das Triplex, das ist ja das Zelt hier, $799. Da kommen dann noch Versandkosten und noch viel schlimmer, dann die Einfuhrsteuer mit drauf. Das Duplex kostet $100 weniger, also $699. Wer das Tamtam mit dem Zoll umgehen möchte, kann natürlich auch von europäischen Versandshops kaufen. Das Duplex habe ich gefunden für 1.155 und das Triplex, das habe ich nicht geschafft zum Zeitpunkt dieses Videos zu finden. Das wird dann aber sehr wahrscheinlich so bei rund 1.300 landen. Kommen wir zu Teil 2 des Reviews, meiner eigenen Erfahrung. Also mit hatte ich dieses Zelt tatsächlich mit meiner Tochter zusammen auf dem 66-Seen-Wanderweg rund um Brandenburg, weil, wusste ich damals allerdings gar nicht, ne? Besonderheit von Brandenburg, dort ist Zelten nämlich für eine Nacht, ähnlich wie in Schweden, erlaubt. Na, jetzt aber wieder Achtung, ne? Deutschland ist immer noch Deutschland. Wenn ihr das an der Seenplatte macht, dort wird das nämlich tatsächlich kontrolliert und ist gar nicht gerne gesehen, weil es da wohl viele Naturcampingplätze gibt. Ja? Also an der Seenplatte könnt ihr das nicht machen, aber wenn ihr ansonsten in Brandenburg irgendwo im Wald unterwegs seid, geht das jedenfalls 2024 schon. So. Gekauft hatte ich mir das Zelt aber eigentlich gar nicht für die Seenplatte, ne, sondern ich hatte damals die Idee gehabt, dass ich mit meiner Tochter zusammen nach Nordschweden gehe, ins Fjell. Und die Entscheidung, mit meiner damals noch minderjährigen Tochter zusammen alleine ins Fjell zu gehen, die habe ich nicht leichtfertig getroffen. Ich bin alter Schweden-Veteran und war viele Male einmal auch solo mit meiner Frau oberhalb des Polarkreises. Da werden wir so insgesamt so 3-4 Monate zusammen bekommen haben, und ich habe Stürme erlebt, ja, und zwar nicht irgendwelche Stürme, sondern ich habe 2 richtig, richtig fette Stürme
erlebt. Der eine Sturm war in Narvik, lustigerweise sogar auf einem Zeltplatz. Dieser Sturm war, ich fand den damals gar nicht so schlimm. Also der zweite Sturm, von dem ich erzähle, der war noch schlimmer. Ja, Resultat war jedenfalls, dass am nächsten Morgen es standen nur noch zwei Zelte, nämlich mein eigenes Hilleberg Keron 3 und von VD, die hatten damals so ein Geodät. Alle anderen Zelte, ja, das sind 50 Zelte gewesen, sind komplett zerstört worden in dieser Sturmnacht. Das war so heftig, ja, dass sogar ein Camper dabei Schaden genommen hat. Die zweite Sturmnacht war viel intensiver und offen gestanden auch viel gefährlicher. Und das zeigt auch so ein ganz klein bisschen, ne, diese ganzen YouTuber, die da mit leichter Ausrüstung ins Fell gehen. Ja, ihr wisst gar nicht, wie viel Glück ihr habt, wenn ihr zurückkommt. Ich habe mit meiner Frau, das war die letzte Tour, sie war da schon mit Erik schwanger, und wir sind zusammen durch den Sarek gegangen. Ja, der Sarek ist Europas letzte Wildnis, wird da immer gerne zu gesagt. Und uns hat ein Sturm, ja, auf freiem Feld im Hochgebirge, off-track, also von dort aus Hilfe holen, 3 Tage zu Fuß. Ja, 3 ganze Tage. Und dabei müsst ihr dann auch, ne, über die Flüsse rüberkommen in dem Moment. Wenn es dann nämlich tierisch regnet, na, dann steigt der Wasserpegel an, und dann kann es sein, dass ihr einen ganzen Tag vor einem Fluss campt, damit ihr wartet, bis ihr wieder rüber geht. In dieser Nacht war der Sturm so schlimm. Das Keron ist ein Rundbogenzelt, ein Tunnelzelt. Ja. Wir haben uns hinsetzen müssen, um mit unserem Rücken die Stangen auseinanderzuhalten, damit uns das Zelt nicht zusammenstürzt. Ich bin im 10-Minuten-Takt nach draußen gegangen, in den Regen, ja, und habe bis zu 50 Kilogramm schwere Steine wieder auf die Heringe drauf gerollt. Das war die mit Abstand schlimmste Nacht meines Lebens. Ja, so Fun Fact, ne? Am nächsten Morgen habe ich meiner Frau, übrigens meiner jetzigen Frau, den Heiratsantrag gemacht. Soll heißen, ja, mit 2 solchen Erlebnissen, also an dieser Stelle, ja, war es lebensbedrohlich, doch ich denke schon, ne? Wir hätten danach ein kaputtes Zelt gehabt, wir wären wahrscheinlich irgendwie auch noch aus dem Sarek rausgekommen. Wir mussten übrigens das Gestänge nachher neu kaufen, ja, weil das überall feine Risse hatte. Aber das zeigt so ein ganz klein bisschen, ja, wie hart das Wetter da oben zuschlagen kann. Und dann mache ich mir die Entscheidung nicht leicht, mit meiner Tochter ins Fjell zu gehen. Warum hätte ich mich das mit diesem Zelt, ich habe es ja nicht gemacht, getraut? Ja, ich habe das Zelt extra dafür gekauft. Ich gehe nämlich schlicht und ergreifend davon aus, dass wenn man so eine Nacht hat, ja, wo es wirklich einfach nur ums Überleben geht, das Zelt hier wird ja, eine starke Winde hält das aus. Ich habe YouTube-Videos gesehen, da ist das, glaube ich, im Wind bis zu 60 Stundenkilometer aufgebaut. Dann wird es schon tierisch laut. Ja, ihr werdet auch nicht schlafen in der Nacht. Aber wenn es noch schlimmer wird, ja, dann empfehle ich euch, zieht einfach das Gestänge weg, ja, das fällt zusammen, ne? Ihr seid quasi, ne, unter der Plane vor Regen geschützt, ne? Habt die beschissenste Nacht eures Lebens, ne? Und am nächsten Morgen, ne, Krone richten, und dann geht die Prinzessin weiter. Warum eigentlich dann ein Triplex und nicht ein Duplex? Dass in das Duplex 2 breite Isomatten gar nicht reinpassen, habe ich euch schon erzählt. Wir wären allerdings damals mit schmalen Isomatten losgegangen, mit 51 cm Breite. Die hätten auch in das Duplex gepasst. Ja, aber der Unterschied sind 100 Gramm. Zu zweit, ja, ist das für jeden 50 Gramm. 50 Gramm, das sind 2 Schlucke Wasser, über die wir hier reden. Ja, und dafür bekommt ihr hier einen Lebensraum, wenn ihr nämlich wirklich länger unterwegs seid. Es ist so nervig, wenn man eng aufeinander hockt. Ja, man packt dann irgendwie einen Rucksack, man stößt die ganze Zeit aneinander und. Ich kann euch nur ganz dringend dazu raten, ja, gönnt euch etwas mehr Raum. Ja, das Ding hier ist ein Palast. Ja, und dieses Palastgefühl für pro Person 50 Gramm, gönnt es euch.
Was ich bei den ganzen Cuban Fiber Zelten, ja, das gilt jetzt nicht nur für das Triplex, so mega schön ist, ist dieses leicht Transparente. Also wenn ich jetzt hier durchgucke, ja, sehe ich die ganzen Baumstämme zum Beispiel noch. Man connectet viel, viel stärker mit der Natur. Meine Tochter war hin und weg, ja, wenn wir da gezeltet haben, auch bei Regen. Das ist ein mega cooles Gefühl, ja, unter solchen, für die Tarps gilt das auch, ja, alles was aus Dyneema ist. Wir haben auf der 66 Seenwanderung allerdings auch einmal einen Campingplatz aufgesucht. Ja, das ging nicht anders, weil das Naturschutzgebiet war und da achte ich ja drauf. Und ich muss euch sagen, auf einem Campingplatz ist dieses merkwürdig Transparente auf einmal, jedenfalls habe ich das so empfunden und meine Tochter auch, wir fanden das nicht mehr ganz so cool, ja, dass man da mit einem, ne, sauteuren Zelt, die waren damals auch noch mega unbekannt, ne, in der Optik einer Mülltüte irgendwo sitzt und dann kann man auch noch reingucken. Ja, das sollte man im Hinterkopf haben und könnte vielleicht wichtig werden für Leute, die hiermit eine Biketour planen. Um euch mal zu zeigen, wie es mit der Kopffreiheit aussieht. Ja, ich liege jetzt hier auf der Isomatte und na, das ist ungefähr so viel von meinem Kopf entfernt. Also am Kopf ist massig Platz. Ja, und jetzt ohne Schnitt gucken wir uns die Situation mal unten an den Füßen an. Ja, und hier seht ihr, ich lasse den einen Fuß jetzt mal stehen, gehe mit dem anderen nach oben. Jetzt berühre ich erst die Zeltwand. Na, wenn ich hier diesen Abspann Punkt nach draußen noch weiter wegspanne, habe ich gar keine Chance mehr, die Außenwand zu berühren. Dann allerdings noch eine Sache und das ist ein Haken, das hat auch wieder nichts mit dem Triplex oder Duplex zu tun. Das ist bei allen Zelten dieser Bauart so. Und zwar kann es euch passieren, wenn ihr auf einer schrägen Fläche seid, dass ihr in der Nacht anfangt mit eurer Isomatte zu rutschen. Ja? Und dann kann es zu folgender Situation kommen. Ihr kommt hier hin, drückt das immer weiter nach außen und seht ihr, was jetzt mit meiner Fußspitze passiert. Die ist unter der Außenwand durchgedrückt. Bei so einer Situation und Regen würde jetzt hier an dieser Stelle der Regen tatsächlich nicht über ein Mückennetz, ne, noch abgeleitet, sondern würde ins Innere reinkommen. Und das ist jetzt, mir selber ist es noch nicht passiert, jedenfalls nicht beim Triplex. Wer meine Wanderungen regelmäßig verfolgt, weiß aber, dass ich mir auf dem Mittelweg im Schwarzwald, da war ich mit einem Innenshelter und dem Alterplex-Tarp unterwegs und da habe ich mir exakt bei Starkregen das Innenzelt, das Innenshelter unter der Außenplane des Alterplex durchgedrückt. Das ist mitten in der Nacht passiert, ja, und wach geworden bin ich, ne, als ich mich umgedreht habe, ne, habe noch mal neben die Isomatte gegriffen und habe ins Nasse gegriffen. Ja, das hat mir meine Cuban Fiber Iso Innenwanne, ne, mehrere Zentimeter, ne, an der tiefsten Stelle, genau da, wo meine Powerbank mit den Akkus lag, ne, ich hatte so hoch das Wasser dort drin stehen. Rainbow Doors. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Was ist überhaupt die Alternative? Ja, die Alternative wäre eine Eingangstür, die man hier so L-förmig teilt. Entweder, das ist gar nicht gut, wenn das mit einem Reißverschluss ist, weil der hier stark gebogen ist. Ja, aber es gibt Modelle, die haben dann hier einen Reißverschluss und hier einen zweiten. Und dann kann man das nämlich so ähnlich wie hier die Tür, ne, die Door-Flaps, dann zu den Seiten wegklemmen. Der Nachteil hierbei ist nämlich, ne, dieses Mückennetz, ne, was ja durchaus etwas empfindlicher ist, das fällt euch hier einfach auf den Boden und ihr müsst jedes Mal drüber hinwegsteigen. Wenn ihr das macht, dann ist auch diese Innentasche, die ist ja hier an dieser Stelle, ne, die ist dann nämlich nicht mehr hochgehoben. Ich hatte da ja vorhin meine Brille hinten im Zelt reingelegt. Dann würde die jetzt zum Beispiel einfach auf dem Boden liegen. Das muss man bei Rainbow Doors einfach wissen, dass dieser Nachteil hier systemisch bedingt ist. Was ist denn jetzt der Vorteil von so einer Rainbow Door? Ja, der Vorteil ist einfach das Panorama, was sich mir hier
bietet. Ich habe jetzt, ne, es fliegen noch keine Mücken, dafür ist es zu kalt. Ja. Ich habe bis auf diesen sehr prominent stehenden Trekkingstock habe ich einen vollständigen Ausblick in den Wald. Und ihr glaubt gar nicht, wie geil das Gefühl hier ist, ja, wenn man im Sommer, wenn es warm ist, wenn man das auf beiden Seiten macht. Das ist mega. Ja. Ihr habt das Gefühl, quasi draußen zu liegen. Ich hatte euch vorhin gesagt, das neuere Modell hat hier einen Reißverschluss. Und das ist eine mega gute Verbesserung. Und zwar, ich habe ja hier den Knebel, ne? Der hält jetzt hier so bei leichtem Wind, ist das alles auch ganz schön und funktioniert auch wunderbar und funktioniert auch bei Regen. Aber Regen und Wind zusammen ist keine coole Idee. Bei richtig starkem Wind, ja, flattert das hier die ganze Zeit. Und weil das hier nämlich doch offen ist, ja, rappeln quasi die Regentropfen hier in das Innere rein und sprühen dann nämlich doch. Na, auch der Wind, wenn der hier so drauf drückt. Das ist jetzt nicht eine hypothetische Überlegung. Bei dem Zelt habe ich es nicht erlebt, aber das Altaplex von mir, das Altaplex-Tarp, hat ja denselben Verschluss für die Doors und da habe ich das erlebt. Nächste Verbesserung, hier ist noch dieser Haken, ne? Damit könnt ihr das auch noch so ein bisschen strammer spannen, wenn ihr wollt. Wenn der Haken dann so stramm ist und ihr wollt von innen raus, müsst ihr das allerdings erstmal loslösen. Und ich kann euch sagen, dass was hier so einfach geht, ja, zack, zack, ne? Oder auch zack und zack wieder rein. Wenn ihr das hier mit durchgefrorenen Fingern macht, ja, wird das echt zu einer Herausforderung. Und es wird auch zu einer Herausforderung, ja, wenn ihr nachts mal austreten müsst, um Pipi zu machen, ja, und dann schlaftrunken versucht, hier diesen Haken in der Dunkelheit wiederzufinden. Das ist richtig, richtig nervig und deswegen ist der Reißverschluss eine mega gute Idee. Kommen wir zu Teil 3 des Reviews, der Vergleich mit anderen Zelten und ein abschließendes Fazit. Womit könnte man das Zelt hier vergleichen? Ja, ein anderes sehr bekanntes Ultraleichtgewichtszelt ist das MSR Huber Huber. Das habe ich zwar nicht, ja, ich habe allerdings eine gnadenlose chinesische 1:1 Kopie. Das Huber Huber hat ein noch großzügigeres Angebot, ist deutlich, deutlich schwerer. Und wir haben das, also wir, meine Tochter und ich, ohne YouTube, wir haben eine Fahrradtour nach Holland gemacht, auf einem Campingplatz dort übernachtet mehrere Tage, aus genau den Gründen, weil wir hatten uns auf dem 66-Seen-Wanderweg mit dieser Durchsichtigkeit auf dem Campingplatz dann doch ein bisschen unwohl gefühlt. Und ich wollte jetzt offen gestanden auch, ne, für einen Campingplatz, da waren diese Zelte hier mittlerweile schon ein bisschen bekannter. Also ich habe gemerkt, ja, das ist jetzt ein persönliches Gefühl. Ich für mich habe gemerkt, nein, ich wollte da nicht ein 1200, 1300 teures Zelt rumstehen lassen, was man ja auch ruckzuck abgebaut bekommt, ja, nennt mich paranoid. Ich fand es erheblich besser, ja, diese chinesische Copycat, die 160 Euro gekostet hat, dort hinzustellen. Und die Copycat, ja, die wiegt irgendwie 2,2 Kilo, ne, ist also massiv schwerer als dieses Zelt, ja, ja, ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, spielt Gewicht nicht so eine große Rolle. Aus Sicht von Fernwanderungen, ja, und ich bin ja eigentlich ein Fernwanderkanal, hat hier das Triplex, ne, natürlich in allen Bereichen, ne, die Nase vorne, ne, allerdings auch beim Preis. Jetzt kommt's, denke ich, zu einem interessanten Vergleich, und zwar mit dem Dursten XMIT 2 Plus Pro. Das Zelt habe ich gar nicht. Ich habe aber das Dursten 1 Pro. Und darüber habe ich auch schon ein eigenes Review gemacht. Und beim Review des Dursten 1 Pro, das ist ja ebenfalls ein Cuban Fiber Einwandzelt, ja, mit einer einzigartigen Geometrie. Hier sind nämlich die beiden Trekkingstöcke in einer Reihe und beim Dursten liegen die versetzt. Ja, dann wäre dieser Stock hier auf dieser Seite und der hintere wäre auf der anderen. Ja, man liegt da also quer drunter.
runter. Das führt zu einem nochmal vergrößerten Innenraum. Ich hatte damals allerdings als Schwäche des Einpersonenzeltes, ja, weil der Giebel dann so merkwürdig über einem weggeht, so schräg. Ich bin unheimlich oft auch abends noch mit dem Kopf, mit der Schulter an den Innenwänden, die dann auch noch Kondenswasser hatten, vorbeigestriffen, ja, und habe da unfreiwillig, ne, diverse Male den Scheibenwischer gespielt. In dem 1 Pro war ich so nass, wie ich das eigentlich sonst noch, ich glaube, noch nie erlebt habe in einem Zelt. So, und bei dem Zusammenschreiben des Reviews für das Durston, weil dieses Durston steht mit 4 Heringen und das steht mit diesen 4 Heringen tatsächlich auch schon stabiler als hier, windstabiler, sturmstabiler als das Siepex. Das Dursten, das geht an den Rändern bis ganz nach unten runter. Da kann der Wind nicht runter reingreifen. Und ich hatte euch ja vorhin gesagt, ne, als Vater, wenn man mit Schutzbeauftragten, ne, erst recht mit seiner eigenen Familie oder seiner eigenen Tochter ins Fjell geht, erst recht mit dem Background meiner Erlebnisse, die ich dort hatte, bin ich für mich Sicherheitsfanatiker. Und ich habe da gemerkt, ja, ich würde, ne, damals war das Triplex hier absolute Spitzenklasse, ne, und wie man hier mit dem Sturm überlebt, habe ich auch erzählt. So, aber jetzt mit dem Wissen, dass es das Durston gibt, ja, mit seiner nochmals erhöhten Sturmstabilität, würde ich für eine Tour, ich habe keine Ahnung, ob ich die jemals machen werde mit meiner Tochter, ne, nach Nordschweden, aber ich würde ein Durston 2 Plus mitnehmen. Das hat dann zwar nicht mehr diese Rainbow Doors, ja, das hat eine etwas eingeschränkte Aussicht. Ich habe euch bei dem Review des Durston auch erzählt, dass ich das sehr komisch finde, wenn man hier im Eingang sitzt. Ja, ich mache das mal, ne? Und ich sitze hier ganz gerade. Und bei dem Durston musste man immer so merkwürdig den Kopf schief legen. Das wären für mich, das ist viel Komfort, ja, und das macht auch was aus. Wenn ich allerdings an eine Stelle gehe, bei der ich mit lebensbedrohlichen Stürmen rechnen muss, dann würde für mich der Komfort hinten anstehen und die Sicherheitsfeatures übernehmen. Ja, bei dem direkten Vergleich wäre aus Komfortsicht, halte ich das Triplex für das bessere Zelt. Aus Sicherheitsgründen halte ich das Durston 2 Plus für das bessere Zelt. Und ich rede immer von einem 2 Plus, es gibt doch ein Durston 2. Ja, das ist wieder dasselbe Thema. Ja? Der Hersteller Durston hat übrigens mittlerweile reagiert und hat die neue Version von dem Zweier etwas breiter gemacht, als das damals der Fall war. Ihr habt das hier gesehen. Ja? Zu zweit ist das Dreier ein Palast. Ne? In Durston 3 gibt es nicht. Ne? Das ist nämlich das verkappte 2 Plus, wo dann auch zwei breite Isomatten nebeneinander passen, ne? Und man muss nicht direkt noch gleichzeitig Händchen halten. Jetzt könntet ihr ja denken, so giersüchtig wie ich bin, ne? Dann kaufst du dir doch bestimmt auch das Durston 2 Plus bald. Offen gestanden, nein. Das werde ich erst kaufen, ja, wenn es tatsächlich konkret um eine Tour geht. Weil jetzt kommt es nämlich zu einem Deutschlandproblem und ich bin ja eigentlich fast immer in Deutschland unterwegs. In Deutschland ist Zelten verboten. Das ist ja einer der Gründe, warum ich das immer mit einem Tarp mache. Ja, ob dieses Tarp mit einem Mückenschelter, ne, dann tatsächlich auch als Tarp und nicht als Zelt durchgeht, ne, das käme im Ernstfall wahrscheinlich auf einen Richter an. Ich rechne mir da allerdings bessere Chancen aus, als wenn man mit einem offensichtlichen Zelt unterwegs ist. Und das bedeutet, ne, weil ich meine Touren hier nur in Deutschland mache, ich werde bei einem Tarp bleiben. Und ein Zelt, ja, wann komme ich mal außerhalb von Deutschland mit einem Zelt, mit einer Fahrradtour zum Beispiel, dann bin ich allerdings auf Campingplätzen, da möchte ich so ein Zelt nicht hinstellen, dafür habe ich meine chinesische Copycat vom Huber Huber und ich würde deswegen das Durston 2 Plus mir tatsächlich erst zulegen, wenn ich eine ganz konkrete Tour plane. Ja, geckigerweise hat nämlich das Review zum Durston X mit 1 bei mir etwas ausgelöst und gezeigt. Und zwar
ich werde dieses Triplex hier aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr brauchen. Weil entweder bin ich mit meinen Tarps unterwegs oder mit der Copycat oder ich würde das Durston mir zulegen. Ja, und das ist der Grund, warum das Triplex hier, es ist ein fantastisches Zelt, ja, darum geht es mir nicht. Es ist wirklich ein richtig, richtig tolles Zelt. Aber ich werde es nicht mehr nutzen. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommis. Ansonsten hat mich gefreut, wer bis jetzt dran geblieben ist. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.